Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Heute sind wir in Port Andratx in Villa Spectre. Ein Neubau, wo sich auch James Bond wohlfühlen würde. Schaut euch mal das Intro an und dann machen wir die Tour. Freut euch drauf. Schaut euch bitte diese Garage an. Diese Qualitäten an der Wand, alles Holzlamellen mit indirektem Licht hinter versteckt, diese großen Kreise verteilt auf der ganzen Decke. Also das ist wirklich mal eine atemberaubende Garage. Man fühlt sich, als würde man in ein Wohnzimmer reinfahren. So schön ist das hier. Wenn die Garage schon so aussieht, dann müsst ihr euch mal vorstellen, wie das Wohnzimmer aussieht. Und da gehen wir jetzt hin. Ich fahr Fahrstuhl. Alles klar, ich warte oben auf dich. Willkommen auf der Hauptwohnebene. Hier sind wir im offenen Wohnzimmer. Wir haben den Essbereich und die Küche, alles überschaubar mit einem Blick. Und auch die Terrasse. Ihr müsst euch mal vorstellen, die ganzen Fenster sind alle auf. Der ganze Mittelteil ist komplett säulenlos. Das heißt, die Terrasse und der Wohnbereich geht nahtlos übereinander. Man weiß gar nicht, ist man drin, ist man draußen, man kann einfach rein und raus gehen. Diese Villa wurde so im Detail geplant. Alle Möbel sind von Polyform aus Italien importiert. Die Küche ist auch von der Marke Polyform. Wir werden gleich mal tiefer in die Küche eingehen, aber die sieht spektakulär aus. Und was noch spektakulär ist, ist dieser Wahnsinnsblick. Direkt vor uns die Insel Dragonera. Man munkelt, die war früher mal eine Pirateninsel, aber so genau wissen wir das nicht. Aber die sieht einfach fantastisch aus. Und direkt, wenn wir jetzt hier rausgehen, sehen wir die Hafeneinfahrt, wo jeden Tag die Boote rein und rausfahren von Andratx. Das heißt, man hat wirklich immer Action direkt vor der Nase. Man guckt auf etwas, man sieht die Lichter am Abend, man sieht die Boote fahren. Es ist einfach atemberaubend schön. Kommt mal mit. Der Hafen sieht nicht nur aus, als wäre der in der Nähe, der ist auch wirklich fußläufig zu erreichen. Man läuft aus dem Haus raus, die Straße runter und in 5 Minuten ist man im Hafen von Port Andratx, kann dort einen Kaffee trinken gehen, hat dort den Zeitungsladen für die neuesten Magazine, Restaurants, Cafés, alles wirklich in der Nähe. Links von uns ist alles Grünzone, da kann kein weiteres Haus mehr entstehen und so hat man wirklich seine absolute Privatsphäre und einen unverbaubaren Blick. Und dieser ist wirklich spektakulär. Ich habe ja schon viele Blicke gesehen, aber diese Blicke hier in Port Andratx mit den Häusern, mit dem Hafen, das ist schon mal wieder was ganz Besonderes. Hier sieht man auch ein Markenzeichen von der Küche Polyform. Polyform ist eine Firma, die sich auszeichnet, dass sie einfach diese Frühstückstresen einfach in dieser Form auf die Insel bauen, was super bequem ist, super auch Sinn macht, wenn jetzt man morgens aufsteht, man will einfach nur Kaffee trinken, während andere vielleicht schon was vorbereiten, ist das super gemütlich. Und die Insel ist auch wirklich so elegant designt und verarbeitet mit diesen leichten gekanteten Kanten hier, wo die Schübe übergehen, innen drin, das sieht super edel aus. Also es ist wirklich wieder eine Glanzarbeit von der Marke Polyform. Auch diese Schränke, die man hier einfach so rausfahren kann, also bequemer und edler geht schon fast gar nicht mehr. Noch hier wieder die neuesten Technik von Miele, dass man irgendwie keine Dunstabzugshaube direkt vor dem Kopf hat. Man will ja seine Familie beobachten können. Und wenn ich mir jetzt hier vorstelle zu kochen und ich sehe die ganzen Boote im Yachthafen, kann ich mir schon vorstellen, dass man hier wirklich genießen wird zu kochen. Die riesen Kühlschränke, Gefrierfächer. Für die heißen Tage im Sommer braucht man unbedingt. So, und ich würde direkt sagen, gehen wir hoch ins Schlafzimmer. Andere Etage, anderes Ambiente. Wir sind gleich von unten Fliesen bzw. Natursteinplatten sind wir jetzt auf den Holzboden gewechselt, dass es auch gleich viel wärmer ist. Passt auch wirklich toll zusammen mit den Schränken. Auch hier dieser Mix zwischen Leder und Glas, was dann später beleuchtet ist. Und hier zum Beispiel sieht man jetzt ganz dezent, wie die Lichter an den Schränken angehen. Und auch hier die Finishes sind wirklich auf höchstem Standard. Ich sehe gerade, das ist wahrscheinlich der Teil vom Mann, weil hier haben wir nochmal eine riesen Schrankfront für sie,
wo man wirklich ganz viel Kleidung unterbringen kann. Und was natürlich hier das Besondere ist, wenn man so aufwacht morgens mit diesem Blick, jetzt sieht man gerade, wie ein Boot hier gerade angefahren kommt. Und es ist ja einfach, was diese Immobilie so besonders macht. Alle Zimmer sind nach vorne ausgerichtet. Diese Blicke, diese Lichter noch am Abend, das ist wirklich wunderschön. Offene Badezimmer. Was ich auch toll finde, ist hier ist das Badezimmer zwar hinten, aber trotzdem hat man hier noch einen Abstand gehalten zur Wand. Man sieht, hier oben ist der Berg und hier hat man auch die Pflanzen reingemacht. Es ist abends beleuchtet. Ich bin ja auch ein Riesenfan von der Außendusche. Das heißt, wenn man im Sommer hier ist, will man vielleicht nicht unbedingt drin duschen, sondern auch in der frischen Luft sein. Und man kann hier einfach in der Außendusche duschen. Keiner im Haus merkt das. Man ist komplett frei. Man muss sich nicht irgendwie am Pool duschen mit Badehose oder dergleichen. Man kann einfach hier sich wirklich freizügig hinstellen, duschen und dann direkt rübergehen zur Ankleide und sich dann anziehen. Und das ist so dieses Freiheitsgefühl, was ich gerade in dieser Immobilie fantastisch finde. So, und jetzt kommen wir auf der unteren Ebene an. Hier haben wir das Fitnessstudio und die Sauna. Das ist das Fitnessstudio. Hier müssen halt noch die Geräte ausgesucht werden, welche man haben möchte. Jeder Kunde oder Eigentümer möchte ja für sich entscheiden, ob er lieber ein Laufband haben möchte, ein Fahrrad, einen Crosstrainer, Hanteln, was auch immer. Es gibt ja so viele Möglichkeiten. Jeder wünscht sich was anderes. Das kommt dann hier rein. Und hier haben wir gleich die tolle, fantastische Klavsauna. Auch von der Proportion her super. Hier passen locker 6 Leute rein, wenn man möchte, sogar noch mehr. Also hier können ja schon allein 4 Leute liegen. Richtig toll. Und wenn man hier sitzt, sieht man auch raus auf die Dragonera-Insel, man sieht den Himmel. Wir sind hier auch gleich auf der Poolebene. Das heißt, wenn man sich dann nach dem Saunagang abkühlen möchte im Winter, geht man hier einfach raus und springt in den Pool. Aber da gehen wir jetzt noch nicht hin, sondern wir haben noch ein Schlafzimmer zu sehen hier unten. Und zwar ist das das Schlafzimmer, wenn die oben nicht ausreichen, für Gäste, die vielleicht nicht direkt neben dem Hauptschlafzimmer sein sollen, haben wir ein sehr großzügiges Schlafzimmer mit Badezimmer en suite. Auch wieder die gleichen Qualitäten wie oben. Diese modernen Armaturen, die schwarzen, die auch wunderschön sind. Mit diesem Marmor, alles Naturstein, genauso wie der Boden. Alles ist ein Material, sieht fantastisch aus. Und hier auch die große Badewanne mit der Dusche. Also ich glaube, jeder Gast, der hier schlafen würde, würde sich sehr wohl fühlen. So, jetzt gehen wir zum Pool. Hier vielleicht noch kurz ein Highlight. Ich finde es immer schön, wenn wir in einer Immobilie sind. Man ist am Pool, man ist nass und auf einmal muss man Pipi machen. Ja? Man will nicht ins Haus rein, man will nicht alles nass machen. Und hier hat man wirklich daran gedacht, hier hinter ist ein komplettes Badezimmer. Das heißt, man kann nur reingehen, mal kurz auf Toilette gehen und direkt wieder zum Pool, ohne das ganze Haus nass zu machen. Ja, diese Terrasse ist wirklich ein Traum. Ich kann mir richtig vorstellen, hier im Sommer zu liegen, den Blick zu genießen, ins Wasser zu gehen und sich zu erfrischen. Das ist wirklich spektakulär. Konstantin, ich glaube, es ist Zeit, dass du was auch immer machst und mich ein bisschen chillen lässt. Spaß beiseite. Ein Highlight habe ich noch. Und das ist der Glasfahrstuhl. Ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt zu Besuch in diese Villa und man fährt unten los und sieht als erstes diesen Blick. So, und ich werde jetzt diesen Fahrstuhl nutzen und runterfahren. Ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses Video, und wir sehen uns beim nächsten Mal.